Herzlich willkommen zu Wissenschaftlichen Arbeiten, ein pragmatischer Zeitplan. Mein Name ist Professor Dr. Markus Launer von der Ostfalia Hochschule. In den Lehrbüchern finden Sie eine zahlreiche unterschiedliche Schemata, wie Sie wissenschaftlichen arbeiten können. Die meisten dieser Schemata sind gemacht für Doktoranden und Masterstudenten. In diesem Video möchte ich Ihnen Praxistipps geben, speziell für Bachelorstudierende. Auch dieses Schema haben Sie vielleicht schon mal gesehen. Es ist der wissenschaftliche Ablauf. Der ist für Sie besonders wichtig bei der Gliederung. Dieser Plan zeigt Ihnen nicht als Bachelorstudierender, wie Sie chronologisch Ihre Hausarbeit organisieren. Von daher hilft er Ihnen in pragmatischer Weise auch wenig. Dennoch sollten Sie diesen vertiefen. Der Unterschied zwischen Ihnen und einem Forscher ist eben der, dass der Forscher schon sehr viel Vorahnung hat. Sie sehen das hier auf dem Chart, dass der Forscher mit einem gewissen Vorwissen startet und dann eben durch das Forschungsprojekt einen höheren Level an Wissen erlangt und dabei strukturiert vorgeht. Sie als Student haben die Besonderheit, gerade als Bachelor, dass Sie die Thematik noch nicht kennen und auch im wissenschaftlichen Arbeiten noch nicht geübt sind. Sie haben also hier eine Doppelbelastung. Sie starten, wie Sie hier auch sehen, im roten Pfeil, durch den Nullpunkt. Sie sollen dann aber eben zu einem gleichen oder ähnlichen Ziel kommen, wie der Forscher auch. Hier sehen Sie also die Grafik in den ersten vier Stufen, wenn Sie beginnen mit Ihrer Hausarbeit oder Referat oder schriftliche Ausarbeitung. Sie haben Vorarbeiten, Sie müssen Literatur sammeln, Sie müssen Material sichten und verarbeiten und auch eine Erstfassung schreiben. Die Grafik verdeutlicht Ihnen aber, dass Sie bis zu einem Level von ungefähr 50% Ihres Wissens eben erst Wissen aufbauen müssen. Meine Empfehlung ist daher, dass Sie alles, was Sie in der ersten Zeit, in der 50% Ihrer Bearbeitungszeit schreiben, rot markieren. Eventuell sollten Sie dann das alles später nochmals überarbeiten oder gar ganz löschen. Eine gute Eselsbrücke ist, löschen Sie mehr, als Sie schreiben. Hier in dieser Erstfassung werden Sie eben noch sehr viel grobe Textblöcke hier verarbeiten, die Sie später nochmal neu gliedern müssen und überarbeiten. Deswegen verlieren Sie hier auch nicht so viel Zeit. Worauf Sie hier insbesondere achten sollten bei der Recherche ist, gehen Sie hier in Lehrbücher. Ihre Lehrbücher sind hier die sichere Wette auf gute Qualität. Von den Lehrbüchern hangeln Sie sich über die Literaturverzeichnisse zur Sekundärliteratur zu den Lehrbüchern. Auch diese Quellen sind sehr sicher. Sie erlangen dadurch also eine sichere Struktur und können also nicht vom Thema abkommen. Meine lieben Studierenden, Vorsicht vor Google. Sie dürfen in der Anfangszeit auf keinen Fall auf eine Google-Suchmaschine oder eine andere Suchmaschine gehen. Warum betone ich das so sehr? Sie erhalten hier zufällig oder suchmaschinenoptimierte Ergebnisse. Die haben nichts mit der Qualität und der Struktur Ihrer Arbeit zu tun. Wenn Sie hier auf bestimmte Artikel jetzt stoßen, die Ihnen sehr gut gefallen und jetzt schon in der Tiefe arbeiten, kann es eben sehr leicht sein, dass Sie jetzt auf einen anderen Pfad kommen, der von Ihrem Professor, Ihrem Betreuer gar nicht erdacht und ausgeklügelt war. Bleiben Sie bei den Lehrbüchern am Anfang und erarbeiten sich erstmal eine sichere Struktur, so ersparen Sie sich sehr viel Zeit. Nach circa der Hälfte der Zeit, jetzt sind Sie schon etwas tiefer eingearbeitet, jetzt können Sie Ihre Arbeit restrukturieren. Sie kennen jetzt schon die Inhalte etwas besser und können die Bausteine verschieben und auch neu strukturieren. Das Wichtige beim Strukturieren ist, meine lieben Studierenden, restrukturieren Sie Ihre Arbeit nur einmal. Viele glauben, dass Sie in einem höheren Zeitpunkt eines höheren Wissens jetzt die Arbeit noch optimieren können. Wie Sie aber gleich sehen werden,
gibt es dort andere Stufen, die mindestens genauso wichtig sind und die Sie zeitlich nicht verkürzen dürfen. Restrukturieren Sie also einmal, Ihre Struktur steht jetzt und nun belassen Sie sie dabei. Ihre Arbeit wird nicht besser, indem Sie mehrmals oder kurz vor Abgabe nochmal restrukturieren. Ihre Struktur steht, Ihre Gliederung steht jetzt und jetzt können Sie ganz gezielt in den Suchmaschinen arbeiten. Ich nenne das Fill the Gaps, weil die Struktur steht und Sie jetzt ganz gezielt die Struktur füllen. Mit dieser Vorgehensweise ersparen Sie sich unheimlich viel Zeit beim Lesen. Sie gehen strukturiert vor und lesen dann in die Tiefe. Was sehr schwer ist, ist, wenn Sie erstmal viel lesen und das viel Gelesene jetzt strukturieren wollen. Umgekehrt ist es also sehr viel leichter. Sie können jetzt also gezielt hier in Studien gehen, interessante Inhalte mit einfüllen und die Tiefe Ihrer Arbeit erarbeiten. Den 7. Schritt nenne ich Smoothening. Meine lieben Studierenden, jetzt legen Sie alle Bücher beiseite und machen das Internet aus. Sie arbeiten jetzt an den Übergängen Ihrer Arbeit, an den Einleitungssätzen, an den Schlusssätzen. Jeder Satz muss aufeinander aufbauen. Schauen Sie, dass Ihre Arbeit leicht lesbar ist und schreiben Sie keine neuen Inhalte. Wichtig ist, dass Ihr Betreuer und auch alle interessierten Leser Ihren Text leicht lesen können. Das ist die Stelle von dem berühmten Satz, Ihre Oma soll das nochmal lesen und Sie soll es verstehen. Den letzten Teil unterschätzen Studierende immer wieder und das ist die Qualitätssicherung. Sichern Sie sich 2 bis 3 Tage, um jeglichen Fehler auszumerzen. Hier gilt 0 Fehlertoleranz und was Sie nicht wollen, ist bei einer Hausarbeit aus Fehlern lernen. Do it right the first time, sagt auch das Total Quality Management. Danach brauchen Sie noch Zeit, um Ihre Arbeit auszudrucken, zu binden und auch da nehmen Sie sich bitte ganz in Ruhe Zeit. Es wäre nicht das erste Mal, dass beim Ausdrucken Fehler passieren. Blätter durcheinander kommen, Grafiken verschwinden oder ähnliches. Sie wollen hier nicht in Zeitnot kommen und ganz in Ruhe abgeben. Soweit der erste Teil. Wir kommen jetzt zu einer inhaltlichen Ausarbeitung eher, wie Sie die Arbeit jetzt ausgestalten. Ich habe Ihnen hier einen Prozess zusammengestellt, den Sie in anderen Lehrbüchern eben nicht finden, sondern nur in diesem Online-Modul. In der Einleitung beginnen Sie bitte mit einer Problemstellung. Jede wissenschaftliche Arbeit darf mit einer Problemstellung beginnen. Hier dürfen Sie sich 3 Fragestellungen raussuchen, die Sie aber arbeiten wollen. Diese 3 Fragen, die Sie am Anfang stellen, können Sie am Ende im Fazit auch beantworten. 3 Fragen, 3 Antworten und Ihre Arbeit ist wasserdicht. Stellen Sie sich vor, Sie müssen Klausur schreiben, Sie dürfen sich selbst die Fragen ausdenken und dürfen sich selbst die Antworten schreiben. Also Hausarbeit kann manchmal so einfach sein. Nach Bearbeitung der Problemstellung definieren Sie jetzt genau, was Sie im Hauptteil bearbeiten wollen. Und bitte auch nur das, was zu den Fragen gehört. Grenzen Sie ein. Konzentrieren Sie sich im Hauptteil genau auf das, was die Aufgabenstellung war, beziehungsweise was Sie in der Problemstellung definiert haben. Jetzt kommt ein ganz wichtiger Punkt, meine lieben Studierenden. Sie müssen den Hauptteil unterstützen durch eine Basistheorie oder durch Theorien. Bitte, die Grundlagen Ihrer Hausarbeit, Ihrer schriftlichen Ausarbeitung, sind nicht Texte aus den Lehrbüchern, die Sie umformulieren oder gar Copy and Paste machen. Die Grundlagen dienen zur Unterstützung des Hauptteils, damit wir eben nicht am Stammtisch arbeiten, sondern dass wir theoriegeleitet vorgehen. Schreiben Sie den Grundlagen also nur das, was Sie wirklich auch im Hauptteil wieder brauchen. Alles andere löschen Sie bitte weg. Sie müssen Ihrem Professor
nicht die Grundlagen erklären, denn die kennt er schon. Ihre Grundlagen dienen dafür, ihren Hauptteil zu unterstützen. Und das muss eben auch wasserdicht sein. Dann sind wir in den Grundlagen, in den Basistheorien. Und hier können Sie natürlich verschiedene Theorien miteinander kombinieren. Schreiben Sie bitte keine Theorien ab und formulieren Sie nicht um. Argumentieren Sie, warum Sie diese Theorie verwenden dürfen. Stellen Sie sich vor, Sie haben die Theorie der vier Jahreszeiten. Die funktioniert wunderbar in Deutschland, in der gemäßigten geografischen Zone. Jetzt gehen Sie mit dieser Theorie aber in die Sahara. Ich glaube, da wird diese Theorie nicht gut funktionieren. Oder stellen Sie sich vor, Sie sind im tropischen Regenwald oder auf hoher See. Dort funktioniert die Theorie der vier Jahreszeiten nicht. Was will ich Ihnen sagen? Erklären Sie einem Professor nicht die vier Jahreszeiten, sondern beweisen und argumentieren Sie, dass Sie die Theorie auf diese Problemstellung anwenden dürfen und dass das passt. Dazu passend erarbeiten Sie jetzt die Definitionen der wichtigen Begriffe und dazu gibt es in einem anderen Video mehr und auch sehr spannende Tipps. Wenn die Definition und die Grundlagen stehen und auch zum Hauptteil passen, machen Sie nochmal einen Kontrollgang. Misten Sie alles aus, was nicht in die Grundlagen gehört. Wenn Sie also Grundlagen geschrieben haben, die im Hauptteil nicht benötigt werden als Basis, löschen Sie diese bitte weg. Wenn im Hauptteil argumentiert wird und dazu haben Sie nicht die notwendige Basis, füllen Sie das bitte jetzt in die Grundlagen ein. Hier muss 1:1 eine Symbiose sein und es darf hier kein unnötiger Text drinstehen, der nicht für die wissenschaftliche Arbeit gebraucht wird. Also kein Umformulieren, kein Theorie abschreiben, sondern beweisen, argumentieren, dass Sie die Theorie anwenden dürfen und dann eben auch im Hauptteil verwenden. Nun kommen Sie zurück zur Einleitung und jetzt haben Sie das Thema tiefer verstanden. Sie sind jetzt in dem pragmatischen Zeitplan in einer höheren Stufe und jetzt kennen Sie Ihr Thema besser. Jetzt können Sie auch abgrenzen. Sie verstehen jetzt besser, was Sie weglassen möchten und auf was Sie sich konzentrieren. Grenzen Sie Ihr Thema jetzt ein. Sie können jetzt auch die Problemstellung nochmal überarbeiten. Die Problemstellung ist besonders wichtig. Das ist die erste Seite Ihres Textes. Ihr Professor schaut sich die Gliederung an und die Problemstellung. Und sehr wahrscheinlich liest er dann das Fazit, was dabei rausgekommen ist. Sie sehen also, wie wichtig die erste Seite ist. Das ist Ihr Marketinginstrument, um einen ersten guten Eindruck zu machen. Überarbeiten Sie Ihre Problemstellung jetzt nochmal ganz genau und machen eine perfekte Vorstellung. Zum Schluss schreiben Sie das Fazit. Was hier besonders wichtig ist, ist, dass Sie die drei Fragen, die Sie am Anfang aufgestellt haben, auch wieder beantworten. Die drei Problemstellungen werden beantwortet. Damit ist Ihre Präsentation, Ihre Hausarbeit wasserdicht. Sie können euch zusätzlich einen Ausblick schreiben, eine kritische Würdigung oder was auch immer. Steht Ihnen alles offen. Aber auf jeden Fall sollten Sie die Problemstellung beantworten. Sie sehen hier nochmal im Gesamtzusammenhang mein System, das ich Ihnen vorschlagen werde. Sie müssen Ihren eigenen Weg finden, wie Sie Hausarbeiten schreiben. Ich hoffe, ich konnte Ihnen etwas helfen, die gröbsten Fehler zu vermeiden und einen pragmatischen Zeitplan durchzuarbeiten und abzuwickeln, damit Sie schnell zu einer guten Note kommen. Viel Erfolg!